Du fühlst dich so breit, obwohl du eigentlich ganz schmal bist. Und du spürst Fett, das gar nicht da ist. Also mein Problem sind hauptsächlich meine Beine. Sie sind einfach extrem dick und breit. Moni nimmt ihre Beine völlig verzerrt wahr. Und das schon, seit sie 3 Jahre alt ist. Oh, höre ich sentimental. Sorry. Was passiert da im Kopf? Wie kann das überhaupt sein, dass jemand in den Spiegel guckt und was anderes sieht, als da in Wirklichkeit ist? Und was macht das mit dem Leben? Moni nimmt ihren Körper ganz anders wahr, als er aussieht, und sie hat eine Essstörung. Mit ihrem Freund Ilka lebt sie in München. Hi. Ein großes Problem für Moni, der Spiegel. Der ist auch noch nicht wieder lange hier. Ach so, okay. Den hatte ich ganz lange jetzt eigentlich im Keller verbannt, weil ich seit ungefähr einem Jahr versuche, Richtung gesund werden zu gehen. Und da war der Spiegel doch eine große Hürde für mich. Der ist jetzt erst seit ein paar Wochen wieder hier oben. Okay, das heißt, für dich ist es auch immer noch eine Challenge, da reinzugucken. Ja. Klar. Also wenn dir irgendwas zu viel ist, ja, dann kannst du das auch einfach dann sagen. Dann sage ich, ne? Wir das, nehmen ja da auf jeden Fall auch Rücksicht, ja, drauf. Also mein Problem sind hauptsächlich meine Beine. Sie sind einfach extrem dick und breit. Und das gefällt mir jetzt wieder überhaupt nicht. Nee. Also ich schäme mich dafür jetzt auch gerade so wieder ein bisschen vor euch jetzt auch. Okay, das, ja, tut mir leid. Es nutzt wahrscheinlich auch nichts, wenn ich sage, dass, nee, es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Das haben schon ganz viele Leute zu mir gesagt, vor allem mein Freund. Also ich muss das lernen auszuhalten und zu akzeptieren. Und das ist echt schwierig für Moni, denn sie sieht nicht nur Fett, sie fühlt es auch. Ich spüre im Endeffekt dieses Gewicht, was ich sehe. Also ich fühle, als würde an meinem ganzen Körper wirklich sehr, sehr viel Fett vorhanden sein. Eng anliegende Kleidung erträgt Moni kaum. Also ich muss dazu sagen, dass ich über... Aber sowas wäre schon was, was ich eigentlich gerne anziehen würde, ja. Aber es klappt einfach nicht. Am liebsten trägt sie weite Sachen, aber heute nicht. Ich möchte ja mit dieser Reportage hier auch gern anderen Frauen Mut machen. Und genau deswegen habe ich mich heute auch für eine Strumpfhose und ein Kleid entschieden. Aber es hat mich schon viel Überwindung gekostet. Moni war wegen ihrer Magersucht schon 3-mal in der Klinik. Sie zeigt mir jetzt Fotos von 2018 mit lebensgefährlichem Untergewicht. Ich würde schon sagen, dass sich meine Wahrnehmung etwas verändert hat, dass ich schon sehe, dass ich auf den Bildern dünn bin. Aber ich sehe auch Stellen, wo ich denke, da könnte es wirklich noch weniger sein. Jetzt auf diesem Bild? Ja. Wie ist das denn, wenn du andere stark untergewichtige Personen siehst? Ja, da finde ich es ganz, ganz schlimm. Ja, da möchte ich am liebsten sofort hin und sagen, bitte, lass dir helfen. Oh, da wäre ich sentimental. Sorry. Brauchst du einen... Nein, alles gut. Das ist halt, glaube ich, so das Entscheidende, dass sich mein Blickwinkel einfach da drauf geändert hat. Und ich halt sage, mein Körper hat was Besseres verdient. Und es gibt einfach mehr im Leben als nur den Körper. Irgendwie, Hauptsache, er ist gesund. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter. Ich mache übrigens öfter Recherchen zum Thema Körperbilder. Also wenn euch solche Themen interessieren, lasst ein Abo da, am besten mit Glocke. Dass Moni sich völlig anders wahrnimmt, als sie aussieht, ist nicht so leicht zu verstehen. Deshalb will sie einzeichnen, wie sie ihre Beine lange gesehen hat und an schlechten Tagen heute noch sieht. Das ist wirklich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich male jetzt einfach mal die Kontur, so wie ich es ungefähr immer wahrgenommen habe. Aber ich würde schon so ein gutes Stück mehr hinzeichnen. Also jetzt weißt du, dass du nicht so aussiehst, wie du es jetzt gerade da eingezeichnet hast. Ja. Aber dieses Umdenken ist wahrscheinlich nicht so leicht, ne? Ich muss es mir halt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn ich jetzt zu dir sage, der Himmel ist gerade grün und du siehst ihn aber blau, dann glaubst du mir natürlich nicht. Dann glaubst du ja das, was du siehst. Mit diesem Bild hat Moni heute noch ein Problem.
Also ich finde da meine Beine zum Beispiel ganz schlimm. Also extrem stämmig auf dem Bild. So also sieht Moni ihre Beine. Aber wie kann das sein? Das bespreche ich jetzt mit Anke Glasmeier. Sie ist Psychotherapeutin und sie kennt Essstörungen auch aus eigener Erfahrung. Wie kann das überhaupt sein, dass jemand in den Spiegel guckt und was anderes sieht, als da in Wirklichkeit ist? Das hat viele Gründe. Das ist so ein Zusammenspiel aus biologischen und psychosozialen Faktoren. Ne? Einerseits ist im Gehirn läuft da irgendwas nicht ganz so richtig. Das kann auch mit einem Serotonin-Ungleichgewicht zusammenhängen. Serotonin ist ein Neurotransmitter. Aber das kann auch mit ungünstigen Familienbedingungen zusammenhängen, dass man ein negatives Selbstbild hat, dass man sehr empfindsam für Kritik ist. Auch Perfektionismus spielt bei den Betroffenen häufig eine große Rolle. Bei Magersüchtigen kommt ein verzerrtes Körperbild häufig vor. Körperschemastörung ist der Fachbegriff. Betroffene nehmen oft den ganzen Körper oder einzelne Körperteile als dick wahr, trotz Untergewicht. Je mehr die PatientInnen im Untergewicht sind, desto weniger arbeitet das Gehirn normal. Das liegt dann auch einfach an der Unterernährung und der Bereich, der auch für die visuelle Verarbeitung im Gehirn verantwortlich ist, der ist dann auch weniger aktiv. Und das führt auch dazu, dass die Informationsverarbeitung im Gehirn halt nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Aber nicht alle Magersüchtigen nehmen sich verzerrt wahr. Und eine verzerrte Wahrnehmung einzelner Körperteile kann auch komplett unabhängig von einer Essstörung auftreten. Dass man denkt, man ist entstellt, man hat mit einem Makel zu kämpfen. Man hat zum Beispiel das Gefühl, ich habe eine zu große Nase, meine Haut ist unrein. Und wie sollte ich damit umgehen, wenn jemand sich verzerrt wahrnimmt? Den Körper gar nicht kommentieren. Nicht, jetzt nimm doch mal zu, aber auch nicht, oh, toll, dass du jetzt was gegessen hast, sondern man kann ja auch Komplimente machen, wertschätzende Worte, unabhängig vom Körper. Betroffenen rät sie, eine Therapie zu machen. Hilfsangebote findet ihr in der Infobox. Moni befasst sich mit den Ursachen und beschäftigt sich dafür mit ihrer Vergangenheit. Hier war eben das Fitnessstudio, wo ich ungefähr 2 Jahre lang die Woche 10-mal trainiert habe. Um ihre Beine zu verändern, hat Moni hier jeden Morgen ab 4 Uhr vor der Arbeit trainiert, sogar wenn sie krank war. Wenn ich eigentlich Fieber hatte, trainiert habe oder wo ich alle 4 Weisheitszähne rausbekommen habe, mit den Wunden noch im Mund Krafttraining gemacht habe. Und es ist schon sehr, ja, schwierig irgendwie, komisches Gefühl. Stecken viele Emotionen dabei. Also im Prinzip hast du dich da die ganze Zeit total abgerackert, um irgendwas in deinem Körper zu verändern. Genau. Aber dein Körper war ja auch nie das wirkliche Problem, ne? Eigentlich. Nee, der Körper ist eigentlich bei den Erkrankungen nie das Problem. Es ist halt nur das Symptom, was nach außen hin tritt und woran man vielleicht was ändern kann. Aber natürlich ist es wie eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen in dir drin das Problem. Denn schon als Kind hasste Moni ihre Beine. Das zeigt ein Brief, den sie damals ans Christkind schreibt. Da war ich echt schockiert, weil mein erster Wunsch einfach mit 9 Jahren war, dass ich bitte endlich abnehmen möchte und dünne Beine haben möchte. Ja, es ist halt schon hart, ne, wenn das mit 9 so der Hauptwunsch ist. Mhm. Schon im Kindergarten ekelt sie sich vor ihren Beinen, wünscht sich andere. Aber warum? In der Klinik und in Therapien hat Moni sich mit der Krankheit und den Gründen dafür auseinandergesetzt. Ich habe meine Krankheit immer mit der Grinsekatze aus Alice im Wunderland verglichen. Und hier sieht man dann ganz im Dunkeln, dass hier steht, ich lass dich nie alleine, weil das immer wie so ein, ja, wie so ein hinterhältiges Monster war, so im Kopf, was immer so versteckt war und einem so viel im Kopf eingeredet hat, wie man zu sein hat, dass man nicht richtig ist. Und das fand ich dann irgendwie so ganz schön zum Darstellen. Was ist denn der Grund für die Krankheit? Hast du da eine Erklärung für? Ich dachte immer, ehrlich gesagt, ich wurde ab dem 6., 7. Lebensjahr ungefähr, wurde ich ganz, ganz stark gemobbt.
von anderen Kindern und ja, dass ich eben nicht, dass ich hässlich sei, dass ich auch dick sei, dass ich, darf ich Scheiße sagen? Ja. Okay. Dass ich Scheiße wäre. Ich dachte immer, dass das so der Auslöser der Krankheit wäre. Ich hatte aber diese Grundannahme eben schon im Kindergarten, bevor diese Mobbingzeit eigentlich so wirklich begonnen hat. Und deswegen konnte ich mir das nie erklären. Und vor einem, ja, so halben, dreiviertel Jahr habe ich eben erfahren, dass in den ersten zwei Lebensjahren meine Mama leider sehr wenig für mich da sein konnte wegen einem familiären Krankheitsfall bei uns. Und als meine Oma in den ersten zwei Jahren sehr viel für mich da war. Und ich muss in diesen zwei Jahren einfach so diese Verknüpfung auch hergestellt haben. Ich bin nicht richtig, wie ich bin, weil meine Mama ist nicht bei mir. Und ich schätze mal, dass dann diese Mobbingzeit, dass mir dann von außen weiterhin herangetragen worden ist, ich wäre scheiße, ich wäre fett, ich wäre hässlich, dass ich das dadurch halt noch mehr, also noch mehr zu meiner eigenen Überzeugung dann einfach wurde. Und ich das wirklich geglaubt habe, dass es so ist. Jetzt, wo Moni eine Erklärung für sich erarbeitet hat, kommt sie besser mit ihrem Körper klar, isst regelmäßig. Eine große Stütze, ihr Freund Ilka. Wie geht er mit der Sache um? Das ist ja süß. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du dich nie aufgibst und immer weitermachst. Wir werden gemeinsam alles schaffen und uns eine schöne Zukunft machen. Der Zettel hing mal fries. Nach dem Aufstehen. Süß, Ilka. Süß gemacht. Nun muss man es ja zeigen. Aber auch für Ilka war die Körperschemastörung am Anfang nicht so leicht zu verstehen. Ich fand ja ihre Figur so, wie sie ist, perfekt und ist ja immer noch. Und ich habe es halt nicht eben vorstellen können. Es war halt so ein schwieriges Ding. So, hä, was sieht sie denn? Ich sehe nichts. Bei ihm tut es mir einfach wahnsinnig gut, dass er das Thema auch so ein bisschen mit mehr Leichtigkeit betrachtet irgendwie. Er, er ist nicht so der, oh Gott, ist das alles schlimm und du tust mir so leid und streichelt mir dann nicht übers Köpfchen und bemitleidet mich, sondern er sagt dann klipp und klar, ja, dann ist es jetzt halt so, wenn du noch 2 Kilo zunimmst oder dann ist es jetzt so, dass du schon so und so viel vielleicht zugenommen hast, dann ist jetzt so, dass du dich so fühlst, davon geht jetzt die Welt nicht unter, ich bin da und wir schaffen das. Auch deshalb schafft Moni es jetzt, offen über ihr verzerrtes Körperbild zu sprechen. Vor unserer Kamera, aber auch auf Social Media. Ihre Ziele: Verständnis schaffen und gesund werden. Moni hat mir nach dem Dreh noch gesagt, dass es ihr echt super schwer gefallen ist, den ganzen Tag dieses Outfit anzuhaben. Aber dass sie auch voll stolz auf sich ist, dass sie das so durchgezogen hat. Und klar, für Außenstehende ist es super schwierig nachzuvollziehen, wie sie sich wahrnimmt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich das jetzt nach dem Dreh besser verstehen kann. Und ich hoffe, ihr auch. Habt ihr auch so eine Körperstelle, mit der ihr ein Riesenproblem habt und andere können das null nachvollziehen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und für eine andere Reportage habe ich Dina begleitet. Und auch sie hat heute das Gefühl, dass sie sich lange Zeit ganz falsch wahrgenommen hat. Wenn du so dick bist, ist deine Selbstwahrnehmung dermaßen verzerrt, dass du dich selber so nicht wahrnimmst. Also wenn ich damals im Spiegel geguckt habe, habe ich gedacht, ja, ich halt ein bisschen mehr auf den Rippen. Ne? Aber wenn ich mich jetzt angucke von früher, denke ich mir so, oha. Die Reportage findet ihr hier und hier findet ihr eine große Recherche von Steuerung F zum Thema Magersucht und Instagram. Schaut doch da mal rein und natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr ein Abo dalasst mit Glocke.